Der Meister ruft, kommen die Journalisten. Besonders dann, wenn er zu einer Probe seiner aktuellen Produktion einlädt. 3 Monate hat er mit seinen Tänzern daran gearbeitet, die Liebestragödie von Tatjana und Onegin zu choreografieren. Ich habe gerade für etwa 5 Minuten das Ballett fertiggestellt. Das heißt, fertiggestellt bedeutet, dass es erstmal auf der Bühne gebracht werden. Es bedeutet, dass wir das probieren müssen. Es bedeutet, dass es kann wirklich sehr viele Änderungen geben. Aber es bedeutet, dass eine erste komplette, sagen wir, ja, ein bisschen mehr als eine Skizze davon, mindestens man weiß, wie es anfängt und wie es endet. Die Geschichte ist eine fürs Herz. Hélène Boucher tanzt Tatjana. Die ist unsterblich in Onegin verliebt. Getanzt von Edwin Rewavtsov. Onegin will von Tatjana nichts wissen. Erst als sie mit einem anderen Mann liiert ist, verliebt er sich in sie. Doch dann ist es zu spät. Drama is based on a drama somehow. Ja, jedes große Drama beruht auf einem Drama. Leo Tolstoi hat geglaubt, die perfekte Liebe sei die, wenn sich die Liebenden trennen. Vielleicht wollen die beiden Figuren genau in diesem Sinne ihre Liebe bewahren. Schon als junger Choreograf hat John Neumeier der Stoff von Puschkin fasziniert. Besonders die Stärke von Tatjana. Deswegen ist sein Ballett auch nach ihr benannt und nicht wie bei Puschkin nach Onegin. Es beinhaltet Figuren, die für mich die Tiefe von wie Figuren von Shakespeare. Und wie die Figuren von Shakespeare, sie können 1000-mal interpretiert werden. Sie können in jeder Zeit gespielt werden, weil es geht um Wahrheit. Für den Perfektionisten Neumeier könnte der jetzige Probenstand natürlich noch besser sein. Und Sie sind zufrieden? Ich bin nie zufrieden, nein. Premiere ist ja erst in 18 Tagen. Dann, so hofft die ganze Crew, dass die Uraufführung den Zuschauern unter die Haut geht.